Viele neue Wohnungen werden in den kommenden Monaten am Frauenfeld gebaut. Dieser Tage erfolgte der Spatenstich für dieses moderne Bauprojekt. Die Wohnbauvereinigung baut hier am Frauenfeld 94 neue Wohnungen. Ja, also wir haben 94 Wohnungen, wie Sie richtig sagen, von denen aber 22 Wohnungen betreute Wohnungen sind. Das heißt also, es wird hier eine spezielle Betreuungsform geben für die Mieterinnen und Mieter, die das betreute Wohnen hier in Anspruch nehmen werden. Das wird durch die Volkshilfe Niederösterreich betreut werden, die ist unser Partner hier. Wir hoffen und denken, damit auch noch eine Lücke zu schließen für die Leute, die vielleicht im Laufe des Älterwerdens dann zunehmend Unterstützung brauchen könnten, die das dann zukaufen können. Das heißt, es gibt von vornherein schon eine Vereinbarung mit einem entsprechenden Anbieter. In dem Fall ist es bei uns die Volkshilfe, wo die Genossenschaft mit der Volkshilfe gemeinsam das entwickelt und in weiterer Folge dann die Volkshilfe auch die Leistungen anbieten wird, die der jeweilige Bewohner sehr individuell angeboten nutzen kann. Kann man jetzt schon abschätzen, was die Wohnungen kosten werden und wie groß sind sie? Wir haben Wohnungen zwischen 40 und 100 Quadratmeter in etwa. Wir werden einen Finanzierungsbeitrag einheben, das ist also für die Eigenmittel der Mieter, die auch wieder zurückerstattet wird, wenn die Mieter ausziehen werden. Und die Miete inklusive und Betriebskosten wird bei ca. 7 Euro pro Quadratmeter liegen. Die Baudauer wird ungefähr 1,5 Jahre sein, das heißt also, wir rechnen damit im Jahr 2017, eher Herbst, gegen Ende des Jahres dann die Übergabe vornehmen zu können. Aber ohne Land geht es ja gar nicht. Es würde schwierig werden, leistbaren Wohnraum zu schaffen. Hier werden 94 Wohnungen geschaffen, ein guter Mix aus betreuten Wohnen und aus Wohnungen für junge Familien mit 2 bis 4 Zimmern. Und ohne der Unterstützung des Landes wäre es sicherlich nicht möglich, eine leistbare Miete hier zu erzielen. Wird sich jetzt noch von der Infrastruktur was Zusätzliches verändern, wenn hier 94 Wohnungen entstehen? Also grundsätzlich ist der Bauplatz ja sehr günstig gelegen, weil wir sowohl einen großen Spielplatz als auch einen Nahversorger in unmittelbarer Nähe haben. Und ich denke, das ist noch ein bisschen früh, sich da jetzt festzumachen. Man muss einmal schauen, bis die Baulichkeiten abgeschlossen sind. Es baut ja am anschließenden Grundstück eine andere Firma auch noch. Die beginnen demnächst. Und wenn das sich dem Ende zuneigt, wird man sehen, wie dieser Schulterschluss Frauenfeld rüber zu den Brauereigründen, wie diese ganze Region, was da noch fehlt, wird sicher infrastrukturell dazu ergänzt. Aber hier ist ja der Kindergarten neu, schön, unmittelbar angrenzend und wir werden, wenn mehr Leute zuziehen, natürlich mit der Infrastruktur auch nachziehen müssen.